Jeder auf dieser Welt lebt sein Leben. Jeder auf dieser Welt hat seine Vorstellung im Leben, was er erreichen will, was er machen will, wie er es machen will, wann er es machen will, wo er es machen will, alles. Jeder hat seine Ziele im Leben, jeder hat seine Fantasien im Leben, jeder hat seine Wünsche im Leben, jeder hat seine Bedürfnisse, jeder hat seine eigene Welt. Richtig. Der Talmud lehrt uns genau über das. Die Tora erzählt alles. Die Tora zeigt alles. Warum? Um uns zu sagen, liebe Leute, ich weiß, das Leben ist süß, ich weiß, das Leben ist schön. Es gibt viele Versuchungen im Leben, es gibt viele Verführungen, es gibt viele Dinge, die wir gerne machen dürfen, aber die leider verboten sind. Und es ist verboten oder es ist nicht richtig, es zu machen, weil Kadosh Baruch Hu es gesagt hat, es ist zu euren Gunsten, es ist für euch gut. Weil ich bin der, der das Produkt Mensch erschaffen hat. Und ich weiß genau, wenn nicht ich weiß, dann wer besser als ich, was gut für den Menschen und was schlecht für den Menschen ist. Wenn ich dir sage, tu es nicht und du tust es leise, damit keiner es sieht, ich sehe es ja. Und es wird alles am Ende kommen. Was wird sein aus uns, wenn wir nach 120 Jahren vor dem lieben Gott stehen werden und uns verantworten müssen für all unsere Taten von A bis Z, von 0 bis 120? Mayeitano.